Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LANZ-TV und unser SK Sturm hat, wie ihr sich alle schon mitbekommen habt, einen neuen Cheftrainer. Heiko Vogel übernimmt ab dem 1. Jänner das Traineramt bei unseren Schwarz-Weißen und wird eben der neue Chefcoach und damit Nachfolger von Franco Foda auf der Sturm Graz Betreuerbank. Ich habe mir auch gerade die Pressekonferenz erst angesehen und muss so sagen, mein erster Eindruck ist durchwegs positiv. Auch natürlich die Begründung, weil man auch eben von Seiten von Präsident Jauch so ein bisschen auf die Vita eben, auf die Anforderungen eingegangen ist, eben die Heiko Vogel mitbringt und mitbringen sollte oder hätte sollen oder mitgebracht hat, dass das alles doch relativ einleuchtend ist für mich, also und auch in diesem Zusammenhang durchaus nachvollziehbar, wie ich finde. Also Heiko Vogel hat eine sehr interessante Karriere auf jeden Fall gehabt, hat begonnen in den Nachwuchsabteilungen des FC Bayern München, also eigentlich jetzt mal nicht so ein schlechter Start ins Trainergeschäft, wenn man so will, hat unter anderem Spieler wie Philipp Lahm, wie Mats Hummels, Contento und so weiter eben auch unter seinen Fittichen mit unter anderem gehabt. War dann eben beim FC Ingolstadt als Co-Trainer unter einem gewissen Thorsten Fink tätig, der ja aktuell die Wiener Austria mehr oder weniger erfolgreich trainiert. Und ja, stieg auch eben mit dem damaligen Drittligisten Ingolstadt dann auf in die zweite Bundesliga, eben auch unter Thorsten Fink noch. Danach der Wechsel zum FC Basel. Und auch da war es eigentlich eine recht erfolgreiche Story zwischen den beiden, also Fink und Vogel eben, die beide eben dieses Trainer-Duo da auch gebildet hatten. Und danach wurde Fink aus seinem Vertrag rausgekauft und wechselte zum HSV. Allerdings Vogel nicht mit ihm gegangen, sondern der blieb weiterhin beim FC Basel und wurde zunächst interimstechnisch und danach eben zum Chefcoach befördert. Und war da auch zu Beginn sehr erfolgreich auch mit dem Schweizer Rekordmeister, denn man schaffte es in der Champions League Gruppenphase zu überwintern, unter anderem mit einem Sieg gegen Manchester United und in der K.O.-Phase zumindest den FC Bayern auch in einer Partie zu schlagen. Nach einem 1:0 folgte allerdings ein 0:7 im Rückspiel des Achtelfinales, aber okay, auf jeden Fall durchaus beachtlicher Erfolg. In der zweiten Saison dann ein bisschen holpriger das Ganze für Heiko Vogel nach eher mäßigen Start in der Liga und eben auch dem Ausscheiden in der Champions League Qualifikation, dann eben der Schlussstrich. Und danach ging Heiko Vogel wieder zurück zu seinen Wurzeln, wenn man so will, zurück zum FC Bayern. War dann eben wieder auch in der Jugendabteilung dann tätig und naja, jetzt ist er Trainer bei unserem SK Sturm, also eigentlich ganz genau genommen eben ab 1. Jänner. Vogel bekommt auch einen Vertrag bis zum Sommer 2019, also 1,5 Jahre läuft der Vertrag jetzt erst einmal. Naja, und was halten wir jetzt davon? Also zum einen wieder ein Deutscher, das war ja eines der Hauptkriterien, dass es ein deutschsprachiger Trainer sein sollte. Also man wollte da keine Experimente eingehen. Finde ich auch ganz gut. Ich glaube, da wird es keine Kommunikationsprobleme geben. Also auf jeden Fall nicht, außer es ist vielleicht was im zwischenmenschlichen Bereich. Aber ich glaube, von der Verständigung her sollte das mal kein Problem sein. Natürlich ist auch die Frage, so was für ein Trainertyp ist Vogel. Der hat sich da nicht so ganz in die Karten schauen lassen, wie ich finde. Das Einzige, was er so durchklingen ließ, ist, dass er sehr viel Wert auf Ballbesitz legt. Aber durchaus natürlich auch seinen Spielstil auch der Situation oder dem Gegner anpasst, was mir persönlich natürlich ja gerne zu Ohren kommt. Also da hoffe ich natürlich auf einen flexiblen Trainer. Da bin ich auch sehr gespannt, was Heiko Vogel da in seinen ersten Amtstätigkeiten da alles machen wird. Vielleicht auch noch sehr interessant, dass der neue Co-Trainer Joachim Standfest heißt. Also Standfest wurde ja befördert, eben von den Amateuren jetzt als Co-Trainer eben der Blackies. Also der soll natürlich Vogel da, glaube ich, auch so ein bisschen mit einführen, eben in dieses Umfeld Sturm Graz, denke ich mir jetzt einfach mal. Und ja, das wird auf jeden Fall sehr gespannt. Außerdem kommt Patrick Dippel als Spieleanalyst mit dazu in den Trainerstab. Also
oder in den Stab des SK Sturms. Auch das sehr interessant. Der hat eben auch beim FC Bayern diese Tätigkeit gehabt. Also das ist doch durchaus, glaube ich, ein sehr großer Qualitätsgewinn, den unsere Blackies da auch generieren konnten. Und auch da bin ich natürlich sehr gespannt, inwieweit eben das unseren SK Sturm in weiterer Zukunft dann auch nach vorne bringen wird. Ansonsten geht es natürlich abzuwarten, was für ein Typ Vogel wirklich ist, was für ein Fußball er spielen wird lassen. Er hat definitiv seine eigenen Ideen, da bin ich sicher. Es könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, den SK Sturm irgendwo auch aufs nächste Level zu hieven. Natürlich hat eben Vogel auch durch seine Tätigkeit im Jugendbereich Erfahrungen mit jungen Spielern und vielleicht, ohne da irgendwie frankophoner natürlich da schlecht reden zu wollen, könnte es durchaus sein, dass Vogel da noch einen größeren Fokus wirklich auf die Talentförderung da auch legt, beziehungsweise eben ja, da vielleicht sich ein bisschen weniger von größeren Namen da abschrecken lässt und einfach eben wirklich versucht, ja, eben das Bestmögliche auch aus den Jungen rauszuholen, beziehungsweise diese eben dann noch gezielter in die Kampfmannschaft mit einzubauen. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Vielleicht eben noch zum Abschluss meine persönliche Meinung. Vogel war ja durchaus so in meinem Rätselraten-Video um den neuen Cheftrainer mit dabei. Und durchaus auch so unter den letzten Kandidaten. Ich lasse mich natürlich, so wie wir alle überraschen, wirklich wissen, wird man es erst, wenn man es auf dem Platz sieht. Aber ich glaube, Sturm könnte da wirklich einen guten Griff gemacht haben. Eine nicht alltägliche Vita, die er vorzuweisen hat, eben Bayern, Basel und wieder zurück und so weiter. Auf jeden Fall Erfahrung auf höchstem Niveau und auch eben auf nicht niedrigstem Niveau, aber eben auch im Jugendbereich. Also das heißt, sehr viele Aspekte des Fußballbusiness, die er bereits kennenlernen durfte. Außerdem eben mit etwas über 40, 42 Jahre ist er, glaube ich, alt oder jung, wie man das sehen will. Auf jeden Fall noch ein recht junger Trainer. Und auch da ist natürlich Entwicklungspotenzial vorhanden. Also ich muss sagen, insgesamt leuchtet mir so im Nachhinein die Verpflichtung auf jeden Fall ein. Und ich bin da eigentlich wirklich weitestgehend positiv gestimmt. Ich hoffe natürlich, dass er das wirklich vom Punkt weg auch zeigen kann, was da in ihm steckt. Und natürlich, dass er unsere Blackies ja weiterhin so erfolgreich weiterführt, wie es unter Franco Foda vor allem in diesem Herbst der Fall war. In diesem Sinne wünsche ich natürlich unserem neuen Cheftrainer Heiko Vogel alles, alles Gute, den bestmöglichen Erfolg und tja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. Euer Elias, auf die Schwarzen und bis dann. Ciao, ciao.